Bundesminister Franz Josef Strauß spricht von dem ungewaschen und unrasiert ausschauenden Dutschke. Heute sind sie übrigens rasiert. Und er fährt fort, es ist noch nicht lange so, dass der Vorname Rudi die Berechtigung zum Raudi gibt. Raupen und Pflege. Und der CSU-Bundestagsabgeordnete Franz Xaver Unertel nennt Dutschke eine ungewaschene, verlauste, verdreckte Kreatur. Wie erklären Sie sich diesen Hass? Die Kugeln des Attentats am 11. April 1968 in Berlin holen ihn 11 Jahre später ein. Er stirbt am 24. Dezember 1979 in Dänemark. Also ich sehe ihn als Vater, nicht als typische Frontfigur oder was weiß ich. Ich sehe ihn als, der hat mich Sachen gelernt. Ich sehe ihn nicht, dass, also ich war, was war ich, 10, 11 Jahre, da ist er gestorben. Also da ist ein Vater und eine Mutter und die beide zusammen helfen dich und versuchen dich irgendwie weiterzukriegen und lernen von sich und versuchen auch von dir zu lernen und dann, so geht es nicht, dass man gleich, also man macht ja nicht große politische Sachen mit 11 Jahren, also muss man schon viel älter werden und viel mehr wissen. Und es ist ja auch schwer für mich über einen Vater zu reden, der so war. Also ich sehe mir immer persönlich als mein Vater, der hat mir gute Sachen gemacht, ich habe ihn geliebt. Es geht nicht darum, sich nostalgisch auf eine Vergangenheit zu berufen, sondern es geht darum, von Standpunkt der Gegenwart und Blick Zukunft Vergangenheit aufzuarbeiten. Rudi Dutschke ist 1940 in der Mark Brandenburg in dem kleinen Dorf Schönefeld geboren. Die Eltern kommen aus protestantischer, kleinbäuerlicher Familie mit eigenem Stück Land, später eingemeindet in die Landwirtschaftsgenoss Beutzschule. Der Vater Alfred Dutschke wird nach dem Krieg dort Postbeamter. Dutschke ist der jüngste von 4 Söhnen. Die Erziehung im Elternhaus ist protestantisch, streng und pazifistisch. Hast du die Karnickel alle auf? Ja. Alfred, erzählst du uns noch ein bisschen, wer hat Rudi erzogen? Die Mutter. Und wie hat sie ihn erzogen? Ja, er war ja der Beste. Nicht? Von allen. Die anderen waren schon alle aus dem Haus und der Rudi kam als Letzter und der war ihr Liebling. Der konnte machen, was er wollte, der war gut in Ordnung. Aber sonst, die Erziehung war von der Mutter schon zielstrebig. Der Junge musste was werden lassen, der muss was rausbringen. Ja, was meinst du? Die war ganz pickelseit, der du. Die Mutter, preußisch fromm, hat großen Einfluss auf ihn. Er erfährt, dass Christsein und Sozialistsein sich nicht ausschließen. Sport ist das Wichtigste in seiner... Er bringt es bis zum Dedo. 1954 lässt er sich konfirmieren. Kurz vor dem Abitur soll einen 6-wöchigen Militärdienst der Nationalen Volksarmee. Er weigert sich auf eine Versammlung.
Und seine Grundtendenz war immer, dass nie eine Mutter ihren Sohn... Wollte nicht zur Armee gehen. Das ist ja der erste Ansatz, die uns zusammen. Wo dann eben die Leute gesagt haben, hier gar nicht mehr in diese Richtung mit, weil es bei uns dann wieder angefangen mit der Entwicklung Volkspolizeikasernierte, dann nach Armee. Und er hat gesagt, er hat in der Schule gelernt, nie an ihren Sohn mehr beweist, er fast keine Waffe mehr an. Er führte aus das Bedürfnis, dass er irgendwas tun musste. Er wollte eben hier was verändern und hat es manchmal, wie er selber zugab, nicht mit den richtigen Methoden vielleicht angefangen. Und ihm war das nicht egal, wie die Zustände waren und wie das ablief. Er meinte damit, dass wir auch uns irgendwie engagieren. Im Rahmen und Möglichkeiten, so wie er das gemacht hat, nicht? Kreuz. Den hack ich ab. Und den Vater. Ah. Nicht zu retten. Nee, er war aber hier auch schon. Klar. Er hatte auch euch doch oft indirekt zum Vorwurf gemacht, dass ihr dieses... Entwicklung überhaupt nicht zufrieden in der das DDR. Das ist richtig. Und das hat keiner akzeptiert. Akzeptiert wurde nicht. Keiner. Das es hat keiner ja aus der Familie nicht. Von euch Brüdern zu ihm gesagt, ja. Mensch, was der Rudi macht, ist toll. Das kann man auch nicht. Das waren ja bestimmte Dinge hat gelaufen. Hat er euch doch manchmal ganz schön in den Marsch geblasen. Nein, was heißt den Marsch geblasen? Ja, wir haben uns unterhalten über bestimmte Dinge, wo wir eine andere Meinung zu hatten als er, natürlich. Du bist Mitspieler. Ja, überleg mal. Du sollst hier nach vorne gucken. Wir können ja bei uns nichts verändern. Es ist ja schon viel wert, wenn unsere Jugendlichen ihren Kopf nehmen und auch mal denken, nicht? Und da ist was dran, wenn man darüber nachdenkt, an dieser Argumentation, dass die Menschen für den Sozialismus gemacht werden, nicht der Sozialismus für die Menschen. Und damit war er nur gar nicht einverstanden. Ich wünschte, Rudi hätte Gorbatschow erleben können. Er wäre sehr froh gewesen über die jetzigen Entwicklungen, auch über die jetzigen Entwicklungen in der DDR. Rudi war natürlich vom Kommunismus, wie er sich entwickelt hat, ebenso wie ich, in einer Hinsicht getrennt dadurch, dass wir an den demokratischen Zentralismus nicht geglaubt haben, dass wir der Meinung waren, und er es sicherlich auch heute wäre, dass beim demokratischen Zentralismus immer wieder die Demokratie baden, der Zentralismus bleibt. Rosa Luxemburg hatte das 1904 vorausgesagt in einer Schrift, auf die Rudi großen Wert gelegt hat, die Probleme der russischen Sozialdemokratie, und hatte es 1918 in der Kritik der russischen Revolution noch einmal genauer gesagt. Und sagen sind ja leider, haben sich leider mehr als bewahrheit. War. Das heißt noch lange nicht, die geglaubt hat, dass der Weg einer besseren Zukunft der Menschheit ohne und gegen den Sozialismus zu verwirklichen ist. An der kommunistischen Wirklichkeit und unserer Zeit, und das war vor allem meine Kritik an den schrecklichen Dingen, die in der Tschechoslowakei nach dem August 1968 passiert sind. Also seine Kritik war im Grunde nie eine antikommunistische, sondern eine solidarische. Obwohl in Ostberlin viele Leute geglaubt haben, dass das, was der Rudi da tut, nur Abenteurertum ist. Also Rudi und ich, wir kamen ja aus der DDR. Und wir beide hatten wahrscheinlich ähnliche Motive, wegzugehen aus der DDR. Und unser Hauptanreiz war, weil wir unzufrieden waren mit den politischen Verhältnissen und vor allen Dingen, dass die Reformen nicht vorankamen in der DDR. Nicht? Also der 20. Parteitag der KPdSU hatte viel in Bewegung gebracht, auch in der DDR. Und wir hatten gehofft, dass sich da was verändert, und kamen in den Westen. Und der Westen war uns eine fremde Gesellschaft, eine brutale Gesellschaft. Und von daher ging unser Protest gegen Ost dann auch im Protest gegen West.
In der DDR ist alles real, bloß nicht der Sozialismus, schreibt er. In der Bundesrepublik ist alles real, bloß nicht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, bloß nicht reale Demokratie. Die DDR bleibt für ihn dennoch glaubwürdig als antifaschistisch und antikapitalistisch. Weil er den Militärdienst verweigert, ist ihm das Studium der Sportjournalistik in Leipzig verwehrt. Er geht an die Freie Universität nach West-Berlin, studiert Geschichte, Politik, Philosophie und Wirtschaft, pendelt zwischen West-Berlin und Luckenwalde hin und her. Die deutsche Zerrissenheit wird jetzt persönlicher Alltag. Denn war die Mauer da, mein Junge war drüben. Ja. Und mein Rudi war für uns denn verloren, auf deutsche Sache. Nicht? Wir hatten keinen Einfluss mehr auf ihn und er hat seinen Weg, den er für richtig fand, hat er weiter. Wir waren ja öfter zu Besuch dennoch da, nicht, mit Muttern, und wollten ihm da von seinen Schwierigkeiten, die er da gemacht hat, nicht abbringen. Er sollte was anderes wissen dann, was Praktisches oder nicht. Nicht diese pazifistische, wenn man sagen. Sein Pazifismus, der hat ihn hochgebracht und niedergebracht. Ja. Wir waren mal zu Besuch bei jemandem. Da ist er vom Besuch weggegangen. Sagt er, ich muss mal schnell weg. Und hat Papiere geklebt gegen Vietnam und so, nicht? Das hat er so nebenbei Stick um gemacht, dass keiner was gemerkt hat. Nicht? Und ich hatte das ja gleich mitgekriegt. Ich sage, Rudi, was machst du denn da wieder? Vater, das muss sein, sagt er. Da, und die Mutter? Ach, die Mutter, die sagt schon nichts. Ja, ne. Sein auf der Straße gegangen. Das fiel ihr nicht. Das hat sie so oft mit ihm geschimpft, dass er auf der Straße geht. Sagt er, Mutter, lass mal euch, kommt schon hin. Ja. Sonst, das war ihr Bester. War nicht schon machen. Die anderen waren nicht so, die waren nicht die Besten. Aber der Rudi war der Beste. Ja, lassen wir dabei, Herr. Gegen die alte Humboldt-Universität aus dem 19. Jahrhundert unter den Linden in Ost-Berlin wird 1948 die Freie Universität Berlin im amerikanischen Sektor im Westen der Stadt gegründet. Im Klima des Kalten Krieges als antikommunistisches Bollwerk geplant, finanziell für lange Zeit von der US-Regierung unterstützt. Also einmal für uns DDRler war die Freie Universität zu frei. Also wir kamen dahin und waren eher gewöhnt, dass uns vorgeschrieben wird, welche Kurse wir besuchen müssen, welche Seminare, welche Übungen. Und das stand uns weitgehend frei. Wenn es so frei war, dann warum habt ihr dann die Revolte gemacht? Dann gerade plötzlich wollt ihr dann etwas noch machen, das vielleicht noch freier ist und das noch anti-autoritär ist. Ja, ich habe ja nur den ersten Eindruck geschildert, nicht? Also wir kommen aus der DDR, aus Preußen, wenn du so willst, wo alles organisiert ist, alles festgelegt ist. Und kommt an einen Ort, wo man nicht weiter weiß, wo alles der eigenen Entscheidung vorbehalten bleibt. Mhm. Das war so der erste Eindruck. Der zweite Eindruck war dann die Auseinandersetzung mit den politischen Positionen der Professoren oder dieser Republik. Und im Grunde genommen haben wir die Revolte gemacht, die hätten unsere Väter machen müssen oder unsere Mütter machen müssen. Also zeitverschoben, 15, 20 Jahre später haben wir die Abrechnung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und mit dem Untertanengeist, dem deutschen Untertanengeist gemacht. Und da begann dann der Protest. Ja. Hatten allerdings auch Nazi-Professoren, das darf man nicht vergessen, ne? Die also bei den Nazis Mitläufer waren oder durchaus aktiv waren und die weiterhin ihre Professur hatten. Die Ältesten des Konvents, eine Art Ältestenrat, haben mit Mehrheit eine Urabstimmung für alle Studenten beschlossen. Dieser Konvent habe nach einer solchen Wahlentscheidung nicht mehr das Vertrauen der Studentenschaft
und müsse aufgelöst werden. Gleichzeitig müsse damit der neue AStA-Vorsitzende Diepgen abgewählt werden. Das ist Eberhard Diepgen, aktives Mitglied der Berliner Burschenschaft Saravia, die seit 1872 Ehre, Mannestugend und Vaterland auf ihr Panier geschrieben hat. Noch sind Politiker wie der amerikanische Präsident John F. Kennedy Vorbilder für die Studenten. Das Ziel dieser Universität ist es nicht allein, Justiziare der Wirtschaft oder geschulte Buchhalter hervorzubringen. Woran sie interessiert ist, und das muss für jede Universität gelten, das ist, Weltbürger hervorzubringen. Menschen, die die schwierigen und differenzierten Aufgaben begrüßen, die uns, den freien Männern und Frauen, bevorstehen. Und deshalb wurde diese Universität gegründet, von deren Arbeit wir alle den Nutzen haben. Bald begreifen die Studenten, dass Freiheit und Gleichheit, die Versprechen der amerikanischen Verfassung, dass diese Rechte nicht mehr gelten, wo es um Wirtschafts- und Machtinteressen geht. Die nationalen Befreiungsbewegungen in Kuba, im Kongo und in Vietnam sind ein Signal für viele Studenten. Als der kongolesische Ministerpräsident Tshombe, verwickelt in die Ermordung des afrikanischen Befreiungsführers Lumumba, 1964 in Berlin empfangen wird, halten sich die Studenten zum ersten Mal nicht an die Auflagen der Polizei, durchbrechen das Demonstrationsverbot. Wir haben angefangen, eine Methode zu entwickeln, die sich dadurch auszeichnet, dass wir Aufklärung über gesellschaftliche Tatbestände in der ganzen Welt und in der eigenen Gesellschaft verbinden mit Aktionen. Wir erheben nicht den Anspruch, Gesamtbevölkerung aufklären zu wollen. Wir wissen, dass im Augenblick Minderheiten aufgeklärt werden können, aber Minderheiten, die geschichtlich die Chance haben, Mehrheiten zu werden. Heute sind wir nicht sehr viele. Aber das schließt doch nicht aus, dass immer mehr Menschen, besonders jetzt am Ende des sogenannten Wirtschaftswunders, besonders jetzt, wo international viele Ereignisse anstehen, die also bewusstseinsfördernd sind, warum soll das ausschließen, dass viele Menschen vielleicht unsere Einsichten als richtige begreifen? Für Rudi Dutschke ist die Beziehung zu der Theologiestudentin Gretchen Klotz, Apothekerstochter aus Chicago, wie er sagt, als Liebeszusammenhang schon eingebettet in den Kampfzusammenhang gegen diese Gesellschaft. Gretchen ist beeinflusst von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, hat sich schon früh engagiert gegen den Krieg in Vietnam. 1966 heiraten sie. Der Protest eskaliert innerhalb der Universität. Die Studienreform kommt nicht voran. Die Ordinarienuniversität bleibt. Die Studenten wehren sich gegen den Missbrauch der Wissenschaften für Krieg und Unterdrückung im Kapitalismus. Meine Damen und Herren, nicht am bedeutungslosen 3.6. geht es um Vietnam, sondern morgen beim Schah-Besuch geht es um Vietnam. Als der Schah von Persien in die Bundesrepublik kam, wussten wir erst wenig über den Iran, wenig über unser eigenes Land. Wir dachten, der Schah sei einfach ein schöner Mann mit einer schönen Frau und einer glücklichen Familie aus einem glücklichen Land. So jedenfalls hat es in unseren Zeitungen gestanden. Erst die Studenten mussten kommen und Flugblätter verteilen. Da erst erfuhren wir die Wahrheit über den Schah. Dass er schuldig ist, aufrechterhalten zu haben, das Analphabetentum von 80% der Bevölkerung nicht verhindert zu haben, dass jedes zweite Kind stirbt. Dass er selbst jährlich 400 Millionen Dollar kassiert und seine Untertanen bei nur 70 Dollar hungern. Dass Persien wegen seines Öls ein reiches Land ist, ein Teil seiner Bewohner aber nichts davon hat als die Wärme an den Quellen, wo sie ihr Vieh weiden lassen. Dass der Schah eine Figur jener ausländischen Ölgesellschaften ist, die das Land ausbeuten, dass der Schah ein Polizeistaatschef ist. Szenen wie diese hat es in der Bundesrepublik bisher noch nicht gegeben.
Männer des persischen Geheimdienstes, zum Jubeln bestellt aus Teheran, schlugen unter den Augen der deutschen Polizei auf Demonstranten ein. Jeder einzelne dieser Perser ist von Studenten identifiziert worden. Gegen keinen ist bislang ein Strafverfahren eröffnet worden. Die Aussage des Berliner Polizeipräsidenten Duensing vor dem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses offenbarte die ganze Misere der Berliner Polizei. Ausgebildet und vorbereitet für großflächige Kommunistenaufstände, findet sie kein Rezept für Demonstranten, die ganz offensichtlich nicht im Auftrag Ulbrichts protestieren. Wer Menschen mobilisieren kann, Tausende auf die Straße bringt, muss nach Meinung der Polizei Aufwiegler und Anführer haben. Redelsführer, denen die Menge gehorcht und folgt. Kurz nach der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 kommt Herbert Marcuse, einer der geistigen Väter der Studentenrevolte, aus Börkle nach Berlin, um die Studenten zu unterstützen. Selbst gegen die Opposition der Intelligenz an allen Ecken der Welt. Und selbst wenn wir nicht singen, dass die Opposition hilft, müssen wir weitermachen. Müssen wir weitermachen, wenn wir noch als Menschen arbeiten und glücklich sein wollen? Und im Bündnis mit dem System können wir das nicht mehr. Danke. Herbert Marcuse, Sozialphilosoph aus der Frankfurter Schule, fordert auf, sich einer Überflussgesellschaft zu verweigern, die nur durch Ausbeutung von Natur und Dritter Welt weiter existieren kann. Georg Lukács, Geschichtsphilosoph, schärft den Blick für lang tabuisierte Fehlentwicklungen der russischen Revolution. Ernst Bloch entwirft in seinem Prinzip Hoffnung ein radikal humanes Menschenbild. Alle drei werden für Rudi Dutschke väterliche Autoritäten, gemeinsam mit dem Theologen Helmut Gollwitzer. Ich empfinde es als ein Ruhm und nicht ein Nachteil der Freien Universität, dass gerade von ihr der Sturm der Studentenrevolte ausgegangen ist. Und als bleibende Ergebnisse für den Lehrbetrieb möchte ich nur zwei nennen. Erstens meine ich, alle Entscheidungen für Lehrbetrieb, Examensordnungen, Studienordnungen und so weiter müssen in Kooperation der Jungen und der Alten gefällt werden, nicht von den Alten einseitig wie bisher. Die Jungen müssen ihre Weltkenntnisse und die Alten ihre Lebenserfahrung einbringen können. Und zweitens, es muss Freiheit sein, sowohl für professorale Lehrveranstaltungen wie für solche Lehrveranstaltungen, die die Studenten sich ausdenken und die sie allein verantworten, innerhalb des normalen Studiengangs. Da ich meinte, wenn man schon Christ ist, dann ein radikaler Christ sein zu soll, darum fand ich mich mit diesen Studenten, die zum Teil mit Christentum nicht am Hut hatten, aber sich doch für mich interessierten wegen dieser merkwürdigen Verbindung von Marxismus und Christentum. Und wir waren ganz begeistert darüber, dass die Studenten so, sagen wir ruhig, revolutionär wurden. Und haben uns eigentlich gefreut, wenn diese reaktionären Professoren mit Tomaten beworfen wurden. Natürlich wurde der Ernst nie mit Tomaten beworfen und die Studenten haben ihn sehr geliebt. Und es war also für uns im Grunde genommen eine wunderbare Zeit, die Zeit dieses Aufrufs. Wir wussten, wie diese Gesellschaft ist, in der wir leben, dass es Kriege gibt, dass Menschen tot gemacht werden. Und wir wussten, dass sie eben geändert werden muss. Und das war also außerordentlich wichtig, dass wir den Rudi gekannt haben und haben natürlich seine ganze Haltung außerordentlich unterstützt. Die nächste wichtige Etappe in der Überwindung unser Jetzt, wenn wir es nicht tun, selbst verschuldete Isolation, wäre das Projekt der Enteignung des Springer-Konzerns. Die Springer-Auslieferungen durch systematische Kampagnen, wochenlange Kampagnen in der Bevölkerung
zu verhindern, einen systematischen Aufklärungsprozess durch die Aktionskomitees der verschiedenen Hochschulen, Universitäten, Schulen, vielleicht auch Betrieben und anderen Vertretern der Gesamtbevölkerung zu beginnen und tatsächlich immer weitere Schichten der Bevölkerung zu erreichen, die sich nicht mehr manipulieren lassen. Das wäre die konkrete Alternative für West-Berlin. Wir sind entschlossen, nicht zuzusehen, dass an Universitäten kriminelle Handlungen zumindest angeregt, wenn nicht sogar gefördert und eingeleitet werden. Wir werden hinter den Universitätsinstanzen stehen, wenn sie uns dabei unterstützen, Veranstaltungen, die zur Vorbereitung dieser kriminellen Handlungen dienen. Übergesprungen, also die politische Kultur in Form von Demonstrationen oder Sit-ins oder auch militanten Auseinandersetzungen mit der Polizei oder hier die ganzen Auseinandersetzungen hier im Moabiter Kriminalgericht innerhalb des Hauses und außerhalb des Hauses. Das hat auch angesteckt. Und wenn man noch dann das, was immer häufiger vergessen wird, in der ganzen damaligen Zeit, die Rockmusik dazu nimmt, da war eben einfach, weil die ja wirklich Ausdruck der bestehenden Kultur, kritischen Kultur war, insbesondere der Jugendkultur, das gab alles eine Mischung, die schon die Möglichkeit hatte, Die Gründung des Aktionsrates zur Vorbereitung der Befreiung der Frau ist der Protest gegen den krassen Widerspruch zwischen der linken Theorie der Avantgarde-Männer und ihrer rechten Alltagspraxis. In den antiautoritären Kinderläden mussten die Männer nach dem Gleichheitsprinzip mitarbeiten. Es fing an mit einem praktischen Organisationsproblem. Daraus ist im Grunde genommen diese ganze neue Frauenbewegung entstanden. Aus der Frage, wie schaffen wir das, ein paar Dinge so zu organisieren, dass wir auch uns an dem beteiligen können, was die Männer sowieso machten. Das heißt, es ging ja nicht, was die Männer machten, sondern was der SDS machte oder was die ganzen Organisationen machten. Und mit welchen Fragen die sich beschäftigten, die machten dich einfach so neugierig. Da wolltest du auch mehr wissen, wolltest daran teilnehmen, warst neugierig. Ja? Also das war das Überwältigende. Aber ich sah im SDS halt die Frauen ja nichts sagen, oder von manchen wusste ich, dass die Kinder hatten, und die verschwanden dann auch mal zu bestimmten Zeiten. Und also aus dieser Überlegung ist das auch entstanden, dass also die Frauen ja auch gerne sich beteiligt hätten an den Diskussionen und selber ihren eigenen Ton dazu gesagt hätten. Wir, die wir jetzt Filme machen, sind seit längerem dabei, den Kampf der Berliner Studenten gegen den springerschen Manipulationsapparat zu dokumentieren. Wir wollen aber nicht nur dokumentieren, sondern auch mit dem Film agieren und agitieren. Auf welche Weise kann man den Ausgebeuteten und Beleidigten in diesem Land bewusst machen, dass sie ausgebeutet und beleidigt sind? Wenn Sie es nicht begreifen,
dann ist es halt falsch, was man ihnen versucht beizubringen. Aber wenn sie es begreifen, dann haben sie es durchschaut. Und dann wird auch eine Antwort im sozialistischen Sinne möglich werden. Meine These wäre also, versuche leninistisch den Arbeitern, Angestellten und anderen Schichten mit agitatorischer Gewalt beizubringen, dass sie ausgebeutet und beleidigt sind, ist, glaube ich, ein falscher Ansatz. Entscheidend ist, dass sie durch ihre eigene Daseinslage und über ihr eigenes tägliches Leben, über ihren Alltag, in dem sie sind, über ihren Arbeit, über die sogenannte freie Zeit, die sie danach haben, dass sie begreifen, dass das kein Leben ist, dass es ein Dahinvegetieren ist. Auch wenn man gut konsumiert, kann man dahinvegetieren. Der Rudi hat eine Theorie entwickelt, dass sozusagen die Konstellation 1945, die Besetzung der beiden Deutschlands auseinanderbricht und dass der Protest kommen muss von einer linken Intelligenz und dass die linke Intelligenz sich solidarisieren muss mit den Befreiungskämpfen in der dritten Welt. Na, aber also wenn es nur die Intelligenz ist, also dann kommt man vielleicht nicht so weit. Also muss schon Arbeit dahinter sein. Na, wir haben diskutiert, dass die Arbeiter angepasst sind, dass die Klasse den Stachel der Revolution verloren hat. Die hatten mehr zu verlieren als ihre Ketten, nämlich ihre Privilegien, ihre Gehälter, ihre Sozialleistung, ihr Auto, ihre Wohnung, ihre Familie. Und deshalb waren sie nicht mehr revolutionär. Das war unsere Auffassung. Rudi hatte einen Revolutionsbegriff, wo er die Erniedrigten und Beleidigten angesprochen hat. Und die Erniedrigten und Beleidigten, das waren also die Ausgestoßenen aus der Gesellschaft, die unzufrieden sind, die es nicht mehr aushalten, die kaputt gehen. Also er wollte die Arbeiter mit haben, oder wie? Ja, aber nicht als Arbeiterklasse. Mhm. Nicht in der traditionellen Theorie von Marx oder Lenin, nee, oder Kautsky oder so, nicht als Klasse. Ja. Jetzt gibt es aber einzelne Individuen von Arbeitern, die auch aussteigen, die keine Lust mehr haben, die einfach das nicht mehr aushalten in den Betrieben. Die Regelmäßigkeit, die Rationalität oder das, was du gesagt hast, am Fließband einfach fertig gemacht werden. Mhm. Aber das ist nicht mehr die Klasse, als Subjekt, sondern das sind Einzelne, die sagen, nein, ich will nicht mehr. Und dann war damals die Große Koalition und das schien uns ein Beispiel zu sein. Nicht? 1966, das Bündnis von SPD und CDU-CSU in der Großen Koalition, mhm, unter Kanzler Kiesinger. Da schien das der Beweis zu sein, dass also die Arbeiterbewegung als sozialdemokratische Bewegung Bestandteil des Staates ist. Rudi war natürlich, und das ist zum Teil auch noch auf seinen DDR-Hintergrund zurückzuführen, war überzeugt davon, dass im Grunde genommen das Mitwirken der Arbeiterklasse zum Sturz des Kapitalismus notwendig ist. Es gab zwar die Randgruppentheorie, was die revolutionären Kräfte in unserer Gesellschaft sind, von Marcuse, von der auch Rudi und ich beeinflusst waren. Und für unsere Gesellschaft stimmte es ja auch. Nur diese Gruppen sind nicht stark genug, diese Gesellschaft zu stürzen, obwohl sie durch diese Gesellschaft in Opposition gedrängt sind. Es gab ja auch Studenten, die versucht haben, jetzt Kontakt zur Arbeiterbewegung zu kriegen, indem sie als Arbeiter in die Fabriken gehen. Die Arbeiter haben sie natürlich nie als Arbeiter betrachtet, denn die Arbeiter hatten die Einstellung, in der Fabrik arbeitet man nur, solange man nicht 5 Richtige hat. Dann ist man den letzten Tag da. Dass jemand freiwillig, um von der Revolution zu überzeugen, im Betrieb arbeitet, das hielten sie für etwas komisch. Und es ist eigentlich auch etwas komisch gewesen. Rudi fragte ich an Weihnachten 1967, meinst du, dass die Sache ebenso verebben wird wie die Jugendbewegung? Und da sagt er, nein, denn heute haben wir eine gesellschaftliche Theorie, die das stabilisieren wird. Und alles, was es seither an Emanzipationsbewegungen gegeben hat und an kritischen Bewegungen, Frauenbewegung, ökologische Bewegung, ist dadurch initiiert worden. Aber die kritische Haltung zur gegenwärtigen Gesellschaft hat an unserem Gesellschaftssystem nichts verändert, denn wie Marx noch nicht vorhersehen konnte,
Der Kapitalismus hat sich als enorm regenerationsfähig erwiesen bis zum heutigen Tag. Also zu den Veränderungen, die die Studentenbewegung gebracht hat, gehört die Entdeckung der dritten Welt und unsere Schuld und Mitschuld am Elend der dritten Welt. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die. Fürstendamm, wo der Polizeiturm ist, hier mittlere Gruppen, und zwar auf dem Bürgersteig, sich zwei Gruppen bilden auf verschiedenen Seiten. Und wenn dann relativ konstante Kerne sind, scheint mir die Chance sehr groß zu sein, dass ein massierter Polizeieinsatz auch für die Polizei größte Schwierigkeiten hervorbringt. Wenn das wiederum auf äußerste Schwierigkeiten treffen sollte, die Polizei muss dann schon sehr beweglich sein, wenn sie all das schaffen soll, dann soll die nächste sein, zwischen Henry Fortbau und juristischer Fakultät sich zu versammeln, um möglicherweise dort die Kundgebung durchzuführen und dann organisiert ins amerikanische Viertel zur Agitation zu gehen. So waren die Alternativen. Meine Frage, Frau Meinhof, glauben Sie, dass die demokratische Auseinandersetzung sich zweckmäßigerweise oder gar ausschließlich auf der Straße abspielen sollte? Ich halte die Straße keineswegs. Wenn man demonstrieren will auf Demonstrationsverbote, obwohl es sich da ja schon um die Straße handelt, aber wir wissen ja, dass der bevorstehende Vietnamkongress an diesem Wochenende bereits mit solchen Verboten zu rechnen hat, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Aus diesen Erfahrungen und diesen Erkenntnissen die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Diese können zurzeit nur sein: keine Demonstrationen der radikalen Kräfte in der City. Damit muss vorerst ein für alle Mal Schluss sein. Deswegen halten wir es für eine Pflicht des Senats, nun endlich die Schritte einzuleiten, die dazu führen, dass diese Organisation in Berlin verboten wird. Wenn die Wald verschwindet, dann nehme ich die Strenge, dann brenne ich die Haare ab. Früher hat man sowas verbrannt. Ja, ich würde mit euch zum Schlitten fahren.
Ja, wir sind hier in Urlaub und müssen so einen Tag hier erleben. Wir werden auch gleich verschwinden. Ja, wir fahren auch wieder, aber mit... Warum einen Tag erleben? Sind Sie belästigt worden? Nein, das eigentlich nicht, aber mich stört sowas. Dass die Polizei da nichts sagt, das ist ja unverständlich. Was heißt Freiheit? Freiheit. Ja, und dann noch vom Gotteshaus. Ihr solltet euch schämen. Uns hat man also sozusagen als Agenten des Ostens gesehen. Hat uns deshalb mit der ganzen Brutalität des Polizeiapparates, des juristischen Apparates bekämpft, kaputt machen wollen. Auch das Attentat auf Rudi ist ja im Grunde am Ausdruck des Hasses, ein Hass, der im Volke war, gegen uns. Nicht natürlich manipuliert von der Springerpresse, vom Fernsehen, vom Rundfunk, die in uns die Gegner gesehen haben. Solche Leute muss man kaputt machen, zerstören. Also eine Lynchjustiz herrschte vor. Das war, also man hat uns nicht akzeptiert, nicht auseinandergesetzt, es fanden keine Diskussionen statt. Verstehst du, zur Diskussion brauchst du eine Toleranz. Also, dass du die Argumente vielleicht ernst nimmst, selbst wenn sie für spinös hältst, dass du sagst, okay, die jungen Leute haben eine Motivation, ein Anliegen. Und das hat man uns abgestritten. Die Prinzipien von Bürgerkrieg haben sie gegen uns angewandt. Und das zeigte, dass diese Gesellschaft eigentlich die nationalsozialistische Vergangenheit noch längst nicht überwunden hatte. Das haben wir uns nicht so vorgestellt. Also ist ja immer was anderes, wenn du sagst, theoretisch, es ist eine nachfaschistische Gesellschaft, wo noch viele nationalsozialistische Relikte da sind und das konkret zu erleben. Also als sie den Benno Ohnesorg erschossen haben, als also sozusagen Polizeiagenten in Zivil in den Demonstranten, bei den Demonstranten agieren, mit Revolver und sozusagen den Todesbefehl, die Todesstrafe in der Tasche hatten als Revolver, das konnten wir uns nicht vorstellen. Nee. Dann wurde uns aber gesagt, ja, das sind Offiziere, die Polizeioffiziere waren bei der Partisanenbekämpfung in der Ukraine und die sehen den Gegner nicht anders als so, dass man sozusagen die Bekämpfer in die Partisaneneinheiten hineinschleusen muss. Und so haben sie das, wollten sie das lösen. Mhm. Das auch die Lynchjustiz. Nicht? Es gab ja mehrere Situationen, wo Berliner den Rudi lynchen. Rudi hat ja auch... Also der hat nie das eingesehen und Gretchen hat immer zu ihm gesagt, er muss da aufpassen jetzt, nicht? Und ihr habt es ja auch nicht geglaubt, aber da glaube ich, Gretchen war ein bisschen mehr realitätsbewusst, ne? Und die hat auch gesagt, jetzt hauen wir ab. Gretchen hat das als, gerade als Ausländerin, wir fühlten uns ja sozusagen auch als Teil von Berlin und Preußen, das war unsere Heimat und wir kannten das alles und wir haben es den Menschen nicht zugetraut, diese Wut und diesen Hass. Und sie als Amerikanerin hat das, die Brutalität viel deutlicher, viel klarer durchschaut, ne? Ja. Das Attentat war, löste schon Entsetzen aus. Bei uns allen. Das war die Realität. Das war die deutsche Realität, die wir jetzt so richtig gefühlt haben, sehen mussten. Ne? Der Mann, der auf Rudi Dutsch geschoss, aufgewachsen in Peine bei Hannover, hört langsam auf, ein Rätsel zu sein. Wer seiner Mutter zuhört, weiß etwas mehr von den Mitschuldigen und der Schuld des Attentäters Josef Bachmann. Hat er sich hier politisch betätigt? Könnte ich nicht sagen, war in keiner Partei nichts. Er hat meistens abend Fernsehen gesehen, kam oft mal so ein Film dran und da hat er den Hitler gesehen und da sagt er, oh, den werde ich mir doch mal abmalen, sagt er. Wusste er denn, wer Adolf Hitler war? Auch der hat sich bloß da die Bilder so betrachtet. Sag, es muss aber früher ganz schön gewesen sein bei dieser Zeit. Da hatten die Jugend, die hatten wenigstens ein bisschen Schmiss gehabt. Da konnte hier meistens die Jugendlichen nicht leiden mit so langen Haaren. Sagt er, den möchte ich gern mal ihre Haare abschneiden, sagt er. Hat Ihr Sohn eine besondere Vorliebe für das Militärische? Der wollte immer zur Fremdenlegion. Da habe ich immer ihn abgeraten. Ich habe gesagt, geh lieber zur Bundeswehr, das ist besser. Wie denken Sie nun als Mutter über den Mordanschlag, den Ihr Sohn nun verübt hat? Also das durfte natürlich nicht machen. Da war ich ja ganz ärgerlich. Wo ich das gehört habe, dachte ich, jetzt bringt er mich in so einen schlechten Ruf. Trauer, Wut, Empörung nach den Schüssen auf Rudi Dutschke. Am Axel Springer Verlag entzünden sich die schwersten Unruhen in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Der Bildleser Josef Bachmann hatte Rudi Dutschke zugerufen, bevor er ihn niederschoss, du dreckiges Kommunistenschwein. Ja,
Warum sagen Sie nicht, wir können es nicht ändern, lass es doch laufen? Wir können es ändern. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet. Viele geschichtliche Zeichen deuten darauf hin, dass die Geschichte einfach nicht ein ewiger Kreisel ist, wo nur immer das Negative triumphieren muss. Warum sollen wir vor dieser geschichtlichen Möglichkeit Halt machen und sagen, steigen wir aus, wir schaffen es doch nicht. Irgendwann geht es mit dieser Welt zu Ende. Ganz im Gegenteil. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Und da aussteigen... Nach dem Attentat beginnt die Odyssee für den politisch Unerwünschten und für seine Familie. Durch die Schweiz, Italien, Irland, England, nach Dänemark ins Exil. Die schwere Gehirnverletzung verursacht unregelmäßig epileptische Anfälle. Es wird schwierig, ohne Angst zu leben. Unterstützt durch einen Freund, lernt er die fast verlorene Sprache und Erinnerung wiederzugewinnen. Eine Landkommune an der Ostsee nimmt die Familie auf. Ich konnte wenig sprechen, konnte überhaupt nicht lesen, hatte alles neu zu lernen. Aber dass ich in 3 Jahren es gelernt habe, zeigt deutlich genug, dass im Grunde jeder Mensch die Chance hat, auch wenn er solch einen Attentat erlitten hat, durch harte Trainingsarbeit von frühen Morgen bis in die tiefe Nacht hinein, sich wieder zu normalisieren und ein Leben zurückzugewinnen, was er gehabt hat. Rudi Dutschke erhält einen Lehrauftrag im Institut für Geistesgeschichte der Universität Aarhus. In den ersten Jahren verbringt er viel Zeit mit den Kindern, bis er wieder unruhig getrieben zwischen Dänemark, Berlin und der Bundesrepublik hin und her reist. Die Kinder wachsen dreisprachig auf. Hosea ist 1968 in Berlin geboren, Polly Nicole 69 in London. Rudi Marek 1980 in Aarhus. Na, hat er mit Gretchen zusammen, ja, die haben beide zusammen uns erzogen. Und wie? Na, sie haben wohl versucht, irgendwie uns zu erziehen, dass unsere eigene Meinung rauskommt, dass wir uns selbst entwickeln, dass wir nicht uns entwickeln, wie sie sich entwickelt haben. Es gibt manche Widersprüche, wenn ich nicht Zeit habe, zu Hause zu helfen. Das Kind soll ja nun nicht eine erneute Unterdrückung der Frau sein, sondern da hat der Mann mitzuhelfen, 50-50, dass das vernünftig geht. Und das ist hin und wieder halt nicht der Fall, weil ich unterwegs bin. Dann versuche ich es an anderen Tagen auszugleichen. Es ist schwierig, aber... Tja, ich wusste, dass es so sein würde, weil... Ich habe diese Bedingungen akzeptiert, aber es ist trotzdem nicht leicht zu akzeptieren, dass dein Mann eben für eine Sache so vollständig eingespannt ist. Niemals Zeit für dich und so. Das also so ganz stimmt. Natürlich hat er einige Zeit, aber vielleicht hätte man gewünscht, aber etwas mehr einige Mal. Ständig wird die Wohnung von Freunden belagert. Rudi ist der Mittelpunkt, Gretchen steht immer am Rande. Lange vor seinem Tod fühlt sie sich im Abseits und einsam. Sie ist oft krank. Von der Presse verfolgt, von der Polizei beschattet, finanziell am Rande des Existenzminimums, ist das Leben für Gretchen oft unerträglich. ...1985 zieht sie mit Polly und Rudi Marek nach Boston, bricht viele Beziehungen ab. Auch die gerade erst begonnene Arbeit an diesem Film. Wenige Tage vor ihrer Abreise wird Rudi Dutschkes Nachlass verpackt. Hosea bleibt allein in Aarhus zurück, studiert dort politische Wissenschaften.
Schluss. Alles eingepackt? Ja. Mein Kalender. Man kann von seinen Eltern etwas lernen, aber man soll nicht gleich sagen, so muss es weitergehen. Aber ich will nicht gleich von allen Leuten hören, dass ich ein Junior Dutschke bin, dass ich dieselben Thesen wie ihm rausstelle, dass ich denselben Glauben wie ihm habe. Ich bin mich selbst und so hoffe ich, dass die meisten Leute sagen können, dass sie ihr eigenes Gewissen haben, ihre eigene Bewusstheit, dass sie selbst nachdenken. Ja, hätte doch, die ganze BRD hätte ja aufgerollt. Sie hören zu Vater auch, ne? Aber dann war es eben zu wenig, ne? Er hat so viele Freunde gehabt, so viele Mitläufer auch, ne? Aber er war der Hauptmann. Die BRD aufgerollt? Ja. Was meinst du damit? Nur er hätte doch Veränderungen geschafft, die sich hätten sehen lassen. Für Rudi Dutschke war schon die 68er-Bewegung nicht nur studentische Revolte, sondern breite sozialrevolutionäre Bewegung außerhalb der Institutionen, außerhalb der Parlamente und Gewerkschaftsapparate. Zu schaffen macht ihm die Zersplitterung der Linken und ihrer Isolation in den 70er Jahren. Sein Versuch, eine sozialistische Partei zu gründen, scheitert. Als dann eine neue Bewegung von unten entsteht, die Bürgerinitiativen, schreibt er in sein Tagebuch, wo durch Atomkraftwerke der Fortbestand der Gattung Mensch gefährdet ist, da geht es nicht mehr allein um Klasseninteressen. Und er hofft, dass aus der Anti-AKW-Bewegung bald eine Anti-Atombombenbewegung wird. Die Vorstellung, Ökologie und Sozialismus miteinander zu verbinden, führt ihn zu den Grünen. Dort sieht er eine Chance für ein breites Bündnis von konservativen Christen bis zu Kommunisten. Was ihn vor 68 bewegt hat, wird durch die Grünen wieder aktuell. Wie kann der lange Marsch durch die Institutionen aussehen? Wie der Kampf innerhalb und außerhalb der Parlamente geführt werden? Es gibt eine lange Tradition der Parteien, in der sozialdemokratischen, der konservativen, der liberalen Parteien. Ohne die jetzt geschichtlich aufzurollen, haben wir nach 1945 eine sehr klare Entwicklung der Parteien, wo die Parteien nicht mehr Instrumente sind, um das Bewusstsein der Gesamtheit der Menschen in dieser Gesellschaft zu heben, sondern nur noch Instrumente, um die bestehende Ordnung zu stabilisieren, einer bestimmten Apparatschicht von Parteifunktionären es zu ermöglichen, sich aus dem eigenen Rahmen zu reproduzieren und so also die Möglichkeiten, dass von unten Druck nach oben und Bewusstsein nach oben sich durchsetzen könnte, qua Institution der Parteien schon verunmöglicht wurde. Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament keine Repräsentantin, die Interessen unserer Bevölkerung, die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung ausdrücken. Ich kenne es wirklich aus Dutzenden von und auch traurigen Biografien von meinen ehemaligen politischen Freunden, dass immer dann, wenn die Leute selber aussteigen wollen, schaffen sie sich eine Theorie, dass alle anderen Schweine sind und auch die Linken, das ist aber nicht wahr. Ich kenne auch Linke, die bis zum 70., 80. leben. Das muss mal aufhören, dass man sich vorstellt, ein Linker dürfte nur 20 sein oder 30. Und dann würde er ein scheiß Liberaler und dann mit 70 sei er überhaupt ein Drecksack. Das ist Unsinn. Es gibt sehr, sehr, sehr anständige, sehr tapfere linke Biografien. Auch sehr Leute, die sehr lange bei der Linken geblieben sind, auch mit großen Opfern, die vielfach vorbestraft worden sind, weil sie die wirklich Kurven in der Biografie haben, wie man sie auch nur in Deutschland haben kann zum Teil.
Und es ist falsch, sozusagen, diese Leute nicht zu befragen und sich nicht mit ihnen zu unterhalten und sie von vornherein zum Klassenfeind zu machen. Das ist ein großer Fehler. Und ich fürchte, bei denjenigen, die das sagen, besonders bei jungen Leuten, ist immer auch ein Stück Angst dabei, dass sie den Weg der anderen gehen könnten, dass sie vielleicht doch mit 25 oder mit 30 nicht nur Beamter werden, sondern auch dann schon sozusagen die Perspektive auf die Rente im Auge haben. Auch abschreckendes Beispiel bei unseren Eltern, also wie sie in diesem Marsch durch die Institutionen dieser Institutionen immer ähnlicher geworden sind und die Mechanismen zwangsläufig, die da herrschen, irgendwo auch übernommen haben, weil ohne Übernahme dieser Mechanismen geht es ja gar nicht. Ja, also gerade Lehrer oder Richter oder ich weiß nicht, sonst was noch für, also auch gerade soziale Berufe oder sowas, dass die also hier in dieser Gesellschaft nichts anderes mehr schaffen können, als Schadensbegrenzung. Also meine Mutter ist zum Beispiel Lehrerin, in der GEW engagiert und die macht nichts anderes mehr als Schadensbegrenzung. Das machen auch progressive oder linke Richter, das machen auch linke Politiker, das hat auch Fischer gemacht. Das haben sie alle gemacht. Sie haben alle immer nur klein Schadensbegrenzung gemacht. Also meine Eltern haben mir das nie gesagt, dass ich den Marsch durch die Institutionen antreten sollte. Da hätten Sie was zu hören, hätten Sie. Ich finde schon, dass man also eine Radikalität auch behalten kann in den allerverschiedensten Berufen. Und es keineswegs so ist, dass wenn man in der Gesellschaft irgendeine Position hat, diese Position dazu führt, dass man seine politischen Meinungen verliert. Das Problem ist sozusagen nicht die Position, sondern das Problem ist das Älterwerden, das sich einpassen sozusagen auf eine ganz andere Weise. Und da ist was dran, dass man, wenn man sagt, also gut, die Generation, die 1968 25 war, sagen wir mal, die ist heute 45. Und wenn es wahr ist, dass die Generation zwischen 40 und 60 die Gesellschaft prägt oder die politische Struktur einer Gesellschaft prägt, dann kommt da ein bisschen wenig. Das kann man sagen. Nicht? Das ist was ganz anderes, als sozusagen von vornherein zu sagen, ich will da nicht in die Position. Sozusagen zu ändern wäre, dass man in die Positionen reingeht und die Radikalität der Meinungen, mag es auch so modifiziert sein, beibehält und weiter an den politischen Überzeugungen, aber die politischen Überzeugungen beibehält. Das fehlt mir immer ein bisschen in Deutschland. Die Sache ist doch immer die, dadurch, dass man da was macht innerhalb der Institution, also wenn du einen Job hast als Lehrer oder sowas, machst du dich erstmal erpressbar. Da bin ich ein bisschen ruhiger und dann mache ich da nicht Krawall, weil dann könnte ich nicht mehr Lehrer sein, dann werde ich rausgeschmissen, also lasse ich das lieber. Und andererseits, wenn du halt linker Lehrer bist oder sowas, dann kommst du dazu hin, du stützt den Staat und gleichzeitig knabberst du ein bisschen am Bein. Ich finde es ein Unding, zu sagen, man könnte hier Richter werden. Mit gutem Gewissen in diesem Staat. Also sowas kann ich nicht begreifen, wie man sowas sagen kann. Es gibt doch fortschrittliche Richter, die sich auch in Mutlagen vor Atomraketen setzen. Und ja, und das trotzdem ist ein Unding, dass so eine Leute Richter werden. Finde ich unmöglich. Was die verurteilen es trotzdem. Dann sollten sie lieber da die Dinger in die Luft sprengen, oder wie? Ja, natürlich. Das ist deine. Ja, los, was könnte ich mit meinem Gewissen machen? Was steht denn da? Für diesen Staat zu handeln mit dem Ding im Hinterkopf, ja, ich bin ja eigentlich ein Linker und jetzt werde ich aber noch irgendwelche Sachen so hintenrum verändern. Jetzt setze ich mich vor irgendein Raketendepot oder sowas. Ne? Also was soll denn das? Da kräht doch kein Hahn danach. Naja, aber ich meine, worauf willst du denn hinaus? Willst du hier auf Dauer irgendwas verändern oder willst du hier nur kaputt machen? Wenn ich mich entscheide, in diesem Land zu bleiben, dann will ich auch dieses Land verändern. Ja, mit deiner Argumentation, finde ich, könntest du genauso gut SPD wählen. Tue ich aber nicht. Der Ansatz zu sagen, irgendwie sind hier ein paar Sachen faul. Also alle vier Daten. Der Spruch, macht kaputt, was euch kaputt macht, der ist ja uralt. Den hat meines Wissens mein Freund Georg von Rauch, der am 4. Dezember 1971 erschossen worden ist, das erste Mal in 883 69 auf eine Titelseite geschrieben von der Zeitschrift.
Insoweit das, was heute unter dem Spruch fällt, also militanter Protest in Kreuzberg oder anderswo, das hat eine lange Geschichte. Und ich bin eigentlich bei der Gegenüberstellung von Marsch in die Institutionen und dem Handeln nach dem Slogan Macht kaputt, was euch kaputt macht, bin ich eigentlich in der Bewertung sehr, sehr vorsichtig geworden. Aus dem einfachen Grunde, weil man doch sehen muss, dass, und Rudi hat das auch immer so verstanden, dass Marsch durch die Institutionen, was dann bei den Grünen Alternativen ab 78, 79 hieß, Spiel und Standbein, das kann man ja auch vergleichen mit dem beiden Marsch durch die Institutionen und macht kaputt, was euch kaputt macht. Das heißt heute Spiel und Standbein, also parlamentarischer Kampf und außerparlamentarischer Kampf. Und welche Seite in dieser Auseinandersetzung, die hoffentlich weiter ernsthaft geführt werden wird zwischen den unterschiedlichen Auffassungen. Ich bin da sehr vorsichtig in meiner persönlichen Parteinahme, aus dem einfachen Grunde, weil für beide Positionen die andere unter Umständen nötig ist. Im jetzigen Stand der Gesellschaft will ich ja erstmal das kaputt machen. Und damit erreichst du was erreichst auf Dauer? Du damit? Ja, was erreichst du mit deinen Veränderungen? Mit den Veränderungen erreichst du doch im Endeffekt, dass du dem System die Möglichkeiten gibst, sich selber zu verbessern, dass du sozusagen, die Linken, die was verändern wollen und dabei diese kleinen Schritte machen, dass die sozusagen dem System die Fingerzeige geben, wo sind Sachen falsch, wo können Sachen ausgebügelt werden und du es im Endeffekt perfektionierst dadurch, es dadurch unterstützt. Ja, und was erreichst du mit deiner Methode? Wenn alles hier kaputt gemacht ist, kann man vielleicht was Neues aufbauen. Wer baut das auf? Das wird man dann sehen. Die übrig gebliebenen. Da gibt es aber noch keine weiteren Vorstellungen, wie man das dann macht. Ich denke, das ist die Erfahrung der Geschichte, dass das Volk in so Situationen immer einigermaßen selbstständig ist. Das Volk warst du aber nicht hinter dir. Das ist der Punkt. Ich denke, ihr auch nicht. Das Volk hat derzeit kein Link dahinter. Denn dieser Ansatz von 1848 war halt getragen von den Idealen der bürgerlichen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die bürgerliche Klasse hat diese Ideale im Laufe ihrer Entwicklung kaputt gemacht, macht sie tagtäglich kaputt und der Spätkapitalismus treibt diese Destruktion von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auf den Höhepunkt. Und so hat die sozialistische Alternative, die revolutionäre Alternative, natürlich auch die Ideale der bürgerlichen Revolution aufzunehmen, Demokratie nicht kaputt zu machen, sondern zu entfalten. Der Verdummungsprozess in diesem Land ist so groß, so lang und so intensiv, dass es eine ungeheure Arbeit ist, die Leute hier davon zu überzeugen, dass es so nicht in Ordnung ist, wie es ist und dass man was machen muss. Nur es gibt auch noch Massenbewegungen, es gab hier in der Friedensbewegung oder wo auch immer, die Frage, was es nur ausgelöst hat oder nicht, nur ich glaube nicht, dass es weniger auslöst, als wenn Leute wenn andere Leute eben da hingehen und irgendwas in die Luft knallen oder Polizisten abschießen. Und damit erreichst du wesentlich weniger noch als mit friedlichen Demonstrationen. Deine Utopie ist ziemlich stark an den Machbaren orientiert, ne? Weil meine Utopie ist völlig von dem Pragmatischen hier und jetzt getrennt. Ich habe eine Vorstellung von der Gesellschaft, wie ich die mir vorstelle, von einer befreiten Gesellschaft, wo ich völlig überzeugt davon bin, dass ich die nicht erleben werde. Und möglicherweise auch meine Kinder nicht oder so. Ne? Also ich halte es auch für viel wahrscheinlicher, dass hier sowieso alles in den Arsch geht vorher. Und deswegen kann ich überhaupt gar nicht meine Utopie darauf aufbauen, zu sagen, das ist was ich jetzt gerade erreiche oder wo meine Arbeit drin besteht, sondern meine Utopie bestimmt mein Gewissen. Mein Gewissen sagt mir, weil ich diese Utopie habe, muss ich handeln. Ich bin davon überzeugt, wir werden es schaffen. Deswegen kann ich es machen. Und wenn du nicht davon überzeugt wärst, dann könntest du es nicht machen. Das ist der Punkt. Ja, wenn und ich kann es auch machen, ich kann das auch machen, wenn ich nicht davon überzeugt bin, ob wir im Endeffekt erfolgreich sein werden. Auch wenn ich nicht weiß, ob es jemals eine befreite Gesellschaft geben wird. Und wenn es in 10.000 Jahren oder in Millionen Jahren, wenn die Sonne irgendwann die Erde verschlingt oder so, immer noch keine befreite Gesellschaft gegeben hat und es sie nie geben wird. Trotzdem weiß ich, dass ich jetzt so und nicht anders handeln muss und werde. Also das ist mein Problem. Ich könnte keinen Sinn drin sehen, wenn ich
das stark anzweifeln würde, dass das, was ich tue oder worauf ich hinarbeite, irgendwann mal verwirklicht werden könnte. Aber man ist dabei glücklich. Ich finde, indem ich für eine Gesellschaft kämpfe, wo ich vielleicht denke, dass sie niemals entstehen wird, bin ich wenigstens mit mir selbst zufrieden. Ich bin bei mir selbst Mensch. Wenn man sich hier die ganzen Prozesse, die hier laufen, wegen des Berliner Bauskandals und Sumpf gegen Staatssekretäre und wo Millionen über den Tisch und unter den Tisch hin und her geschoben worden sind, dann muss man ein Verständnis haben für die heutige Jugend, die sagt, es ist überhaupt nichts mehr über Parlamente oder über Marsch durch die Institutionen zu ändern. Die Machtstrukturen und die Parteien sind derartig verkommen, und dass man nur noch anders agieren muss. Also das ist doch Kriminalität. Das ist doch wirklich Kriminalität. Ich finde es zum Kotzen, dass ein Politiker in dieser Stadt, ein regierender Bürgermeister, zum Gericht laufen muss, um seine persönliche Integrität hier zu wahren. Das ist wirklich zum Kotzen. Also es gibt noch eine andere 68er-Generation, das sind die Diebchen, die Lorenz, die Wohlrabe oder Übelkrähe, wie er heißt, die uns eigentlich deutlich gemacht haben, dass es nicht nur darum geht, davon zu reden, den Staat zu zerschlagen, sondern wirklich den Staat kaputt zu hauen. Und das sind die, die heute die Macht haben, die sozusagen den amerikanischen Stil in die Berliner Politik eingeführt haben. Und Wohlrabe hat seinerzeit mal gesagt, wer mit 40 Jahren kein Millionär ist, der ist selbst dran schuld. Das heißt also, nehmen, raffen, rausholen aus diesem Staat, was es gilt. Und das sind die wirklichen 68er, würde ich sagen. In dieser Hinsicht sind wir Illusionäre und Spinner gewesen, aber das sind die wirklichen Zerschlager des Staates. Ich bin von Kopf bis Fuß aufs Rathaus eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Also ich hatte ja letztens den Prozess hier, wo ich freigesprochen worden bin, weil ich den Berliner Senat als kriminelle Vereinigung bezeichnet habe, wegen des Berliner Bausumpfes. Und da kann man doch so, wie sich die kaputte Politik der etablierten Parteien und auch des Staatsapparates darstellt, da kann man doch niemand mehr von der heutigen Jugend glaubhaft darstellen, dass durch Marsch in die Institutionen was zu verändern ist. Das wird auch immer vergessen bei der ganzen Stadtguerilla-Diskussion über heute Amnestie und Rote Armee-Fraktion und früher Bewegung 2. Juni und so weiter, dass ein Großteil derjenigen Männer und Frauen, die in den Untergrund gegangen sind, in den Untergrund gedrängt worden sind, insoweit besteht ja auch eine Verantwortung, gegenüber der Gewalt innerhalb der linken oder fortschrittlichen Kräfte, sondern genauso auf der anderen Seite noch sehr viel größere, weil sie ja die wirkliche Staatsgewalt in Händen haben, das Gewaltmonopol des Staates. Und sie immer nur so tun, als ob wir uns permanent distanzieren müssten von irgendwelcher Gewalt. Dabei üben sie tagtäglich Gewalt aus. Thank you.
Ich denke, dass in den Metropolen, das heißt in der hochindustriellen Welt, in Gewalt in Form des Terrors gegen Menschen absolut unmenschlich und konterrevolutionär ist und wir das nicht mehr benötigen. Wir haben einen Punkt der gesellschaftlichen Entwicklung erreicht, wo man einen Menschen nicht mehr hassen kann. Ich kann nicht mehr Strauß und Kiesinger hassen. Das sind bürokratische Charaktermasken, die irgendwann mal diese Funktion übernommen haben, die gleichermaßen austauschbar sind durch andere Personen an der Spitze, und sie durch Terror zu bekämpfen, wäre absolut absurd. Also ich glaube, dass man ganz ohne Gewalt ganz bestimmt nicht auskommt. Und selbstverständlich bin ich für die Gewalt gegen solche Menschen, nicht nur gegen Sachen, sondern gegen solche Menschen, die eben dem Fortschritt schaden. Da sehe ich also, da habe ich gar keine Skrupel, muss ich sagen. Da bin ich auch zu sehr als Revolutionärin aufgewachsen, wo ja die Gewalt spielt ja in der Revolution eine große Rolle. Und ohne die Gewalt wäre ja keine Revolution eigentlich gelungen. Und ich war immer auf der Seite derjenigen, die für die Veränderung der Gesellschaft waren, auch wenn es mit Gewalt verbunden war, weil es ja anders gar nicht geht. Also dieser abstrakte Hass gegen die Gewalt finde ich also nicht richtig. Also als Jünger Jesu. Als was? Jünger Jesu von ja. Nazareth. Habe ich da natürlich viel größere Hemmungen und sympathisiere sehr mit den Gruppen von gewaltlosen Christen, die es überall auch in der Dritten Welt gibt und die ein Salz auch in den revolutionären Bewegungen sind. Denn so sehr revolutionäre Bewegungen nicht ohne Gewalt durchkommen, wie Sie sagen, ja. So sehr ist diese Gewalt in den revolutionären Bewegungen ihre eigene Gefahr. Aber nun stellt sich die Frage ja hier bei uns. Und bei uns kann ich nur allen, die gegen diese jetzige Gesellschaft mit ihrem massiven Unrecht angehen, sagen, es hat gar keinen Sinn, auch nur einen Stein zu werfen. Der ist nur egoistische Gefühlsbefriedigung. Ich habe natürlich auch oft das Bedürfnis, einen von diesen Bonzen zu ohrfeigen, wie es die Beate Glasfeld verdienstlicherweise getan hat mit Herrn Kiesinger. Aber es nützt nichts. Auf weite Sicht geht nur Aufklärung der Bevölkerung und Kampf um Mehrheit. Wenn die Hausbesetzerbewegung niemals mit Gewalt ihre Häuser verteidigt hätte, dann wäre kein einziges übrig geblieben. Das ist doch einfach mal Fakt. Und ich finde es überheblich, wie viele es machen, gerade von meiner Generation gegenüber den heutigen militanten Kräften, wobei ich sehr differenziere zwischen gewaltlosen Widerstand und wirklich bewaffneten Kampf. Also das finde ich Schwachsinn in der historischen Situation und ist auch eine grundsätzliche Überlegung, ob man eine andere Gesellschaft erreicht mit Mitteln, die menschenfeindlich sind. Dass man, also wenn ich denke an Rote Armee-Fraktion oder Bombenanschläge oder auch, das ist unmenschlich und darum geht es nicht. Aber gewaltloser Widerstand, der kann auch Militanz haben. Leg doch mal deinen Knüppel ab, ha? Dann haben wir gleiche Verhältnisse. Ha, was hält schon der Idee? Ich glaube, von den Aktionsformen her
und auch von der Entschiedenheit und dass es um unsere Existenz ging, war die Hausbesetzerbewegung mit Demonstrationen und auch die Militanz und der Zusammenhalt und die inhaltliche Diskussion, die war sicherlich auf einem ähnlichen Niveau als damals. Man kann das gar nicht irgendwie trennen, weil also für jemand wie für mich ist das alles eins. Die Hausbesetzerbewegung hätte es nie gegeben ohne die Kommunebewegung oder Wohngemeinschaftsbewegung. Und also bewegt und das ist noch lange nicht aus. Und die Ulrike Meinhof hat mich im Gefängnis, wie ich sie besuchte, gefragt, wie willst du denn deine Revolution machen? Dann sagte ich, eine Revolution macht man nicht. Man kann nur revolutionäre Situationen ausnützen. Und zuerst muss man das Seine tun dazu, dass eine revolutionäre Situation entsteht. Und darum alles Steine werfen und Gewalt anwenden, ist heute rein kontraproduktiv und nur Selbstbefriedigung und dient dem System. Nein, dagegen protestiere ich, dass es Selbstbefriedigung ist. Da bin ich vollkommen überzeugt, dass diese Handlungen auch durch irgendwelche moralischen Gesetze, die aber allgemein menschlich sind und nicht persönlich, also das finde ich eine Verunglimpfung dieser Menschen, die so etwas tun, aus wirklicher Überzeugung. Also ich muss diese Menschen eben verteidigen. Gut, also hier ist eine Differenz. Ich würde von diesen Menschen verlangen, sie müssen die Wirkung ihrer Handlungen verantworten und abschätzen und fragen, ob das der Sache nützt oder nicht. Und alles, was nur aus Ungeduld und Erschöpfung der Geduld geschieht, ist Selbstbefriedigung. Carola, du nein, noch ich dazu. Bin ganz, ich oh, bin dankbar mit dieser Ansicht, mit dieser Selbstbefriedigung. Das ist doch eine ungeheure Unterschätzung des Menschen. Eine, auch, ich finde, auch eine Entwürdigung des Menschen. Wieso denn? Nur wieso denn so ein Mensch, der sich einsetzt eigentlich für die Ideale, sagen wir, der Menschheit jawohl. Oder der Freiheit und so weiter, der macht das doch nicht aus egoistischen Gründen. Nein, aber er muss doch kalkulieren, was rauskommt, wenn er nur seine Ungeduld folgt. Man ist ja nicht immer ganz sicher, ob man voraussagen kann, was geschehen wird. Man hatte ja auch nicht gewusst, dass die russische Revolution war, ob sie tatsächlich gelingen wird oder nicht. Ich glaube, dass jeder Akt eines Widerstands, wenn er auch nicht direkt so sichtbar aha. günstig ist, aber jeder revolutionäre, jeder Widerstandsakt ist doch etwas Positives à la longue in der menschlichen Geschichte. Und der ist, also ich würde das immer deswegen unterstützen, weil ich ganz sicher bin, dass einmal das sich positiv auswirken wird, auch wenn man das nicht direkt so sieht. Man muss eben doch daran glauben, dass die Sache gelingen wird, also nicht, dass es misslingen wird. Und ohne diesen Glauben geht man eben schwer voran. Revolution ist nicht eine Sache von Tagen, wo geschossen wird und Auseinandersetzung stattfindet. Revolution ist ein langer, lang andauernder Marsch und Prozess um die Schaffung von neuen Menschen, die fähig sind, nicht eine Clique durch eine andere zu ersetzen nach der Revolution, sondern massenhaft Demokratisierung von unten, bewusste Produzentendemokratie entgegenzusetzen, bürokratische Herrschaft von oben. An diesem Kampf habt ihr weiterzuarbeiten, in diesem Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten und in diesem Kampf ist jeder beteiligt, wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag. Solidarität hat etwas zu tun mit Solidität. Und eine der Schwierigkeiten der Linken scheint mir gerade zu sein, erstens nicht Einheitsfront, trotz widersprüchlicher Positionen bilden zu können und auf der anderen Seite recht unsolid mit dieser Einheitsfront der Aufgabe umzugehen und dadurch Spaltungsmöglichkeiten zu ermöglichen, wodurch unsere Kraft schwächer wird. Unsere Kraft ist potenziell stärker denn je zuvor.
an diesem Punkt anzuknüpfen und die Mobilisierung zu erweitern. Und die Solidarisierung scheint mir die Voraussetzung dafür zu sein, für den Sozialismus und Kommunismus in diesem Lande neue Chancen möglich werden. Viele seiner ehemaligen Mitstreiter hatten im Eiltempo ihre bürgerliche Karriere in und außerhalb der Uni nachgeholt. Er wollte sich und den vielen ins System reintegrierten oder aus der politischen Szenerie resigniert ausgestiegenen Genossen beweisen, dass er durchgehalten habe, dass für ihn der Kampf weitergehe. Nicht zuletzt deshalb stürzte er sich in eine Hyperaktivität, die seine schwer angeknackste Gesundheit vollends ruinieren musste, reiste von Stadt zu Stadt, von Kongress zu Kongress und schlief dabei kaum mehr als 4 Stunden täglich, obwohl die Ärzte ihm mindestens 8 Stunden Schlaf verordnet hatten. So gesehen waren es nicht nur die Kugeln des vom Springer-Konzerns aufgeputschten Attentäters Bachmann, die ihn, den Toten, auf Urlaub schließlich niederstreckten, wie die Linke es richtig und doch allzu bequem sieht, sondern es war auch Rudis jahrelanger, verzweifelt optimistischer Amoklauf gegen ein sich ausbreitendes Klima politischer Resignation. Ich meine, es ist notwendig, in der nächsten Etappe mit allen Kräften zusammenzuarbeiten und niemanden auszuschließen, aber alle diejenigen, die immer mehr in sich die Tendenz haben, sich selbst auszuschließen, das muss klar gesehen werden. Sie schließen sich aus, nicht wir werden ausschließen. Ich konnte das Unrecht, konnte ich auch nicht vertrauen. Nicht? Das war nicht gut. Und Rie war genauso, so, nicht? Der, aber auf eine andere Art und Weise wieder, nicht? Ja. Schön war's. Schöner wird's nicht mehr. Die Welt wird immer schlechter. Weil? Keiner da, der so aufrichten tut. Die da drüben auch nicht. Nicht? Die machen sich selber kaputt. Und was die Grünen machen, na, das ist doch Fax. Nicht? Denn die Bundesrepublik, die alle, was da dran sind, die sind nicht viel wert. Alle. Nicht? Und da ist keiner da, der da mal aufmucht, nicht? Ob das Sozialisten sind oder Extremisten oder was, nicht? Ich muss die Hoffnung behalten. Und ich gehe von morgen bis heute, da gehe ich mit einer Hoffnung weiter und sag, wir können etwas verändern, wenn wir es wollen. Ich sag nicht, in 3 Jahren, da haben wir alles verändert. Das weiß ich ja nicht, das kann ich ja nicht sagen. Dauert lange und hoffentlich wird es bald geschehen, weil sonst ist es Schluss mit unserer Gesellschaft. Wir haben die Natur schon so ausgebeutet, dass 20, 30 Jahre, wenn es so weitergeht, dann ist Schluss. Also da haben wir nichts mehr. Wenn wir jetzt irgendwie es regulieren, dann könnte jeder Mensch eigentlich auf dieser Welt schon gerecht behandelt werden, könnte in Freiheit leben. Aber wenn wir noch 20 Jahre so weiterfahren, dann ist es schon zu spät. Es gibt keine Sicherheit für die Zukunft, dass wir nicht scheitern. Aber wenn die freie Gesellschaft sehr unwahrscheinlich ist, bedarf es umso größerer Anstrengungen, die historische Möglichkeit zu verwirklichen, ohne die Sicherheit zu haben, dass es wirklich gelingen wird. Es hängt vom Willen der Menschen ab, dass sie es schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir eine historische Periode verloren.